1:0 der Sieg letztendlich verdient, ja oder nein? Ja, ich denke schon. Ich denke, wir hatten mehr Ballbesitz, wir haben dann auch die Torchancen gehabt, denke ich. Und im Endeffekt ja, haben wir gesagt, scheißegal, wie wir heute hier gewinnen. Wir wollten einfach nur gewinnen, die 3 Punkte den Abstand verkürzen. Und ja, das gibt uns jetzt auch Rückenwind für die nächsten Wochen. Wir können dann befreit aufspielen und ja, wie gesagt, scheißegal wie, Hauptsache 3 Punkte und die gehören uns halt. Dein zweites Spiel heute, wie hast du deine Leistung gewonnen? Ja, ich denke, meine Leistung war jetzt nicht so wie letzte Woche, weil es einfach auch ein bisschen schwerer war, weil die Lücken hinten in der Abwehr zu waren. Da war es schwerer, den entscheidenden Pass durchzuspielen. Vielleicht hätte ich 2-3 Mal aus weiterer Entfernung mal drauf ziehen sollen, einfach der Boden war nass. Aber gut, ich fühle mich wohl in der Mannschaft, macht Spaß mit den Jungs zu kicken und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Du hattest heute gegen den kleinen Tabellenführer gespielt, habt gewonnen hier. Wie weit ist denn die Mannschaft? Ja, wir wussten, dass es sehr schwer wird, dass die 6 Punkte vor uns sind, dass sie befreit aufspielen können. Und deswegen haben wir gesagt, Hauptsache wir gewinnen, scheißegal wie, Hauptsache 3 Punkte, um den Abstand zu verkürzen. Das ist uns gelungen und ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg mit der Mannschaft. Natürlich müssen wir noch ein paar Sachen besser machen, aber gut, wir sind auf einem guten Weg. Dafür, dass wir jetzt erst mit dem neuen Kader jetzt seit 2 Wochen zusammen sind, ich denke, sind wir auf einem super Weg und ja, und ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Wie ist es denn innerhalb der Mannschaft? Dann schau mal kurz die Stimmung. Ja, super. Also jetzt gerade nach dem Sieg auch wird sie noch besser sein. Wir verstehen uns alle super miteinander. Ja, und ich denke, das wird jetzt auch so bleiben die nächsten Wochen. Ich denke, wir werden uns noch besser kennenlernen und dann wird das auf dem Platz noch besser aussehen. Und, ja. Ja, doch, ich habe mich schon konzentriert auf Fußball. Ich nehme das auch nicht so ernst. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man dann gut spielt. Dann wird man oft hochgejubelt und wenn man dann mal nicht so gut spielt, dann ist man schnell wieder am Boden der Tatsachen. Und ja, aber ich nehme das nicht so ernst. Es war in allen auch schon so. Da ging es mir in den ersten Spielen auch sehr gut und dann wurde sehr viel in der Presse gesprochen. Und ja, ich versuche einfach jedes Spiel meine Leistung zu bestätigen. Und ja, so einen großen Kopf mache ich mir da nicht drüber über die Presse. Mhm. Und woher kommt das? Du kommst irgendwo hin, bist ganz neu, in allen ja genauso und bist gleich voll drin. Bist du ein Typ, der so anpassungsfähig einfach ist? Ja, ich versuche es zumindest. Ich versuche mich so schnell wie möglich überall anzupassen. Das musst du ja auch als Fußballer. Du kannst ja nicht irgendwo hinkommen und einen machen auf, ja, ich spiele jetzt so und ganz anders wie die anderen. Man muss sich anpassen, integrieren in die Mannschaft und ja, wenn die Mannschaft gut ist, dann kann man auch selber eine gute Leistung bringen und ja, es macht einfach Spaß, in der Truppe hier zu zocken. Mhm. Alles klar, danke. Kevin, du bist dort gefühlte 100 Kilometer gelaufen, also du bist vor zurück, sehr viele Balleroberungen und so weiter und du schaust recht fit aus. Also ja, ich bin schon ein bisschen kaputt. Ja, weil, wie gesagt, nicht einfach, es war ein sehr offenes Spiel, vor zurück und ja, wir haben gesagt, wir wollen 3 Punkte haben, scheißegal wie, und die haben wir jetzt und haben den Abstand verkürzt und ja, perfekt, besser kann es nicht sein.